Ja, servus zusammen und willkommen zum Ausgleich gegen 7 Days Condemned. Greetings, my friends. Und ich sehe, dass meine Def noch steht bei den Punkten. Oh, drei Angriffe, fünf Punkte. War ich davor schon mal One-Shot? Nö, cool. Cool. Naja, dann suchen wir uns jetzt mal ein paar Gegner. Oh ja, hier. Hier springen wir. Obwohl, mit der Scuddy-Sache hier drauf springen ist vielleicht gar nicht so cool. Dann lieber One-Shot. Basisteam. So. Basis-Team. Hier nochmal sicher, ja, okay. Hier mal, okay, den 20. Punkt rein, glaube ich. Ja, let's go. Let's go. Ein Lila-Diamant. Ja, der bewegt das Board zumindest ein bisschen. Und Lila haben wir ja auch dabei. Das machen wir so. Ausgleich hätte ruhig eine Runde später kommen können. So, zack. Wir spielen weiterhin. Okay. Es kommt kein Blau, das ist ein bisschen deprimierend gerade. Da ist ein bisschen was, okay. Kommt da noch mal? Okay, aber sie macht jetzt gleich wieder drauf, aber ich glaube, wir müssen uns mal füllen. Die Death Down weg und beten, dass hier Blau kommt. Oh, perfekt. Wir machen erstmal den. Es ist ein bisschen belastend, aber wir müssen das so spielen. In der Hoffnung. Okay. Wir spielen den roten Diamanten, der geht in den lilanen über. Und wir hoffen mal, dass bei den drei roten, die über Devana sind, vielleicht noch ein lilaner kommt, bevor der lilane auslöst. Weil dann reicht's. Aber ich könnte sogar da eine reichen. Um ehrlich zu sein. Okay, das können wir direkt wieder wegheilen. Vollkommen okay. Ja, Death Down ist noch drauf. Da macht keinen Sinn, die Ametrien irgendwie zurückzuhalten. Ist auch nicht zu cleansen bei den Gegnern. So. Spielen wir noch ein bisschen mehr Rot vom Board runter. Dass er noch weniger eine Gefahr darstellt. Holen uns Blau ran. So. Wir warten ganz lieb den Ausgleich ab, damit der Attack Down weg ist. So. Und jetzt drücken wir mal drauf. Mal schauen, ob Pengi weg ist. Ja, okay. Dann können wir das so machen. Vielleicht steht er wieder auf, aber was will er denn tun? Was willst du tun? Du kannst nichts tun. Du kannst nur 100 Mal wieder aufstehen. Wirst aber nie genug Schaden für uns haben. So. Zack. Da komme ich schon. Also der ist minimal nervig gerade, dieser Kollege. Haben die da irgendwas an der Chance geändert? Ich habe in der letzten Zeit das sehr, sehr häufig. Dass die einfach mal gefühlt 10 Mal aufstehen. Das war Jardel. Okay. Dann. Ohne Minions gegen Xnolli. Onatel ist eigentlich nicht die beste Wahl. Ohne Minions gegen Xnolli.
glaube, da werden wir das aber trotzdem, aber ohne Hanitra spielen. Frage ist, was nehmen wir bei Gelb noch mit? Das Team zerpflück ich eh. Ja, los geht's. Machen wir mal den. Das war gut. Mal erstmal den. Das ist vollkommen okay. Holen uns jetzt Gelb rein. Der wird auslösen. Ich spekuliere, dass ich genug Gelb bekomme, genau. Für den Blind. Bewusst keine Minions gespielt wegen Eloas. Macht keinen Sinn. Wir spielen das mal hier rum. Das ist halt echt schade, dass das Blenden weg ist und Eloas wird uns jetzt auf jeden Fall den Mortega wegsnacken. Ich dachte, das funktioniert ein bisschen anders, aber okay, das war eine gute Combo. Bitte nicht Octros hinterher. Stopp. Oh, das war gut. Das war glücklich. Wir müssen jetzt die Heilung hier starten. Ja. Jetzt kommt das. Jetzt kriegen wir gleich zwar den Attack Down, der ist aber jetzt nicht so schlimm. Aber die Heilung von Ariel ist halt echt eine, ist halt echt eine Nummer, ey. So, zack. Zack. Kommt jetzt nochmal hier Gelb nach? Auf jeden Fall mal Blau und der Octros. Kaum Gelb nach, okay. Zack. Und der steht wieder 100 Mal auf. Nee, diesmal gar nicht. Okay. Toxic B. Da haben wir einen Snolli weggemacht. So, Berra. Berra, Berra, Berra und Wiederbeleber. Müssen wir mal schauen. Oh, sehr. Wie viele Punkte gibst denn du? 45. Ah. Also, ich. In der alten Allianz hätte das nicht immer als One-Shot gezählt. Das sieht interessant aus. Das können wir machen. Mit unserem roten Team. Mit dem Kaputt-Dicht-Team. So. Nee, so, so. Stehen zwar die Heiler auf derselben Seite, aber. Ja, ich könnte hier noch. Ich könnte das so machen. Dann aber so rum. Ja, da stehen sie zumindest nicht nebeneinander. Das ist ein bisschen rot. Ist auch ein bisschen lila. Rot in lila. Kriegen wir das schicker hin? Fällt hier rot oder lila? Und ein bisschen rot. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ein rotes Match irgendwie finden. Ja, wir wurden gefunden. So, zack, zack, zack. Und den. Jetzt können wir, jetzt macht der auch Sinn, obwohl nee, sie glänzt. Wir warten eine Runde und dann macht er Sinn. Noch sind sie ja nicht voll, die sind ja nur Mittel. Und wir haben schon ein bisschen Mana auf dem Roten, das heißt, das müsstet ihr jetzt beide laden oder alle laden, genau. Attack up, dam, dam.
Und bitte nichts übrig bleiben. Na, sehr gut. Asterius ist so eine Maschine. Das ist absolut abartig. Und sie kann jetzt auch alleine nichts mehr tun. Sie kann absolut. Was willst du tun? Du kannst nichts tun. Ja, jetzt hat sich's erledigt. El Albanil. Falls ich mich ein bisschen durch die Nase sprechend anhöre, ja, ich bin krank. Nein, es ist kein Corona. Test habe ich vorhin gemacht. Aber angenehm ist anders. So. Komische Teams irgendwie. Ich habe ehrlich gesagt vor ihm wegen dem Ausgleich ganz, ganz wenig Angst. So, nochmal Rest angucken. Okay, interessant. Interessant. Zack, 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 zack. So. Jo. Los geht's. Los geht's. Kein Wiederbeleber dabei. Oh mein Gott, Rot wäre nice gewesen. Aber Lila und Gelb ist beides Abfall. Wie schnell ist der geladen? Jetzt, der ist jetzt schon geladen, oder? Ja. Heidewitzka. Okay, ich muss so ein bisschen hoffen, dass hier Gelb nachkommt. Ja, genau so. Kommt hier noch was nach, was wir gebrauchen können? Nochmal Gelb wär ein Traum gewesen. Jetzt bringt er beide Heiler um. Ich bin so dumm. Ich bin maximal dumm. Also jetzt wird es eine heftige Nummer. Aber das habe ich selber verrissen. Das habe ich sowas von verrissen. Die zwei lösen ihn ja nicht aus. Ne, dann kriegen wir zumindest unsere gelben eh mal an den Start. Und, na ne, gut. Ureas vielleicht. Eieieiei. Okay, wen können wir eventuell umbringen? Hier, der geht ja durchs Minion. Komm schon, das muss reichen. Das reicht nicht. Zack. Ach, Fehler wurden begangen. Falsche Kombi gespielt. Okay, da muss ich noch mal ran. So. Die Frage ist, was heben wir uns auf? Ein Minion-Team vielleicht? Mit Xnolfot? Ja, würde ich sagen. Minion-Team mit Xnoifert. So. So. Werden wir uns dann noch eine Freya schnappen, würde ich sagen. Bumm. Bumm. Oh, das reicht, glaube ich, schon für sie. Ja, nicht ganz. Wie viel hat sie denn?
Ach komm, hier, Safety First. Das können wir so spielen, kein Thema. So, jetzt kriegt sie ihn gewischt. Jetzt kriegt sie einen gewischt. So, zack. Zack. Und jetzt hauen wir mal richtig drauf. So, und jetzt werde ich mal nach dem Backup fragen. So. Okay. Mir wurde gerade gesagt, ich brauche keinen Backup. Dann nehmen wir das doch mit. Spielen hier ein Minion-Team, was ich nicht so häufig mache, aber bei dem Gegner bietet sich das gerade echt massiv an. Obwohl, nee, die stellen wir in die Mitte. Nee, die stellen wir außen. So, ist die Frage, was nehmen wir dazu noch mit? Xnolli? Da brauchen wir Heilung eigentlich mit dem Minion-Team? Mit dem Minion-Team schalten wir die komplette Mitte aus. Da kann man echt Ludwig mitnehmen, oder? Na, nee. Nee, Ludwig nicht. Ja, mehr Blau oder mehr Lila? Mehr Blau oder mehr Lila? Wenn man Berra mitnimmt, nimmt man Skadi nicht mit, wenn jetzt einige sagen. So viele Minions nimmt das Skadi mit. Erstens mal das Ausgleichen, der Skadi dort wird auch davon gereinigt. Ich glaube, ich spiele das so. So. Oh. Da springt mich ja gerade noch was an. Ich muss irgendeinen Heiler mitnehmen. Ich muss irgendeinen Heiler mitnehmen. Ist das sinnvoll? Gegnerinfo. Er fühlt sich schon irgendwie nicht schlecht an. Rein da. Sobald Berra einmal auslöst und ich die geladen habe, bevor die Außen wieder da sind, da ist doch eigentlich das Ding durch. Ich kriege aber auch gut Rot. Okay. Zack, in Rot, in Rot. Kriegen hier nochmal Lila. Ja, dass sie einmal auslöst, war fast klar, aber so war der Schachzug. Dann Drachenbombe bauen, dann Drachenbombe spielen. Oder wir spielen einfach nochmal in sie rein. So, jetzt können wir. Zack. Zack. Das Einzige, wo ich minimal Bedenken habe, dass ich eventuell zu viele Minion Maker spiele, die sich gegenseitig in ihrem Potenzial behindern. Alter, der Ausgleich kommt genau, wenn sie auslöst. Ne? Das ist belastend. Naja, mach mal jetzt weg den Mist. Zack, zack. Wie kommen wir jetzt an ein blaues Match? Goldene Frage. Muss gar kein ganzes Match sein. So, zack. Es ist immer genau vorm Ausgleich. Es ist belastend.
Komm, zieh mal durch hier. Okay, was habe ich übersehen? Warum habe ich jetzt? Ach, Gefion hat geklaut. Holy moly. Gefion hat geklaut. Und jetzt wird hier richtig geheilt, alter Verwalter. Das könnte schief gehen. Das wird sogar schief gehen. Weil ich mich nicht auf die Herrin vom See konzentriert habe. Bitte nicht dieser eine Herrin-Minion auf meine Herrin. Das wäre Abfuck, okay. Aber trotzdem, einer ist weg. Ist aber jetzt nicht das größte Problem. Wir müssen jetzt. Erstmal den. Jetzt kriegen wir noch Rot ran, oder? Frage ist, reicht das Rot? Jetzt reicht's. Jetzt muss es reichen. Holy fuck. Jetzt kriegen wir einen lilanen Diamanten. Gefion geht mir mächtig auf den Keks, ehrlich gesagt. Ne, wir spielen das so. Komm schon. Wir brauchen irgendwie Grün. Gefion wird jetzt schon wieder irgendwie böse werden. Krieg ich irgendwo rot zusammen? Ah, ich habe jetzt so viele Farben mitgenommen. Ja, komm schon. Ja. Wichtig. Jetzt, ich brauche trotzdem irgendwie, muss ich an Grün kommen. Okay, da hat sie zumindest nichts geraubt. Ah, okay, also heute spiele ich ja absolute Grütze zusammen. Holy moly. Warum spiele ich ihn, bevor der Ausgleich kommt? Lasst den Oktos in Ruhe, ihr blöden Penner. Okay, danke. Noch ein bisschen Hoffnung. Ja, das ist meine Herrin. Schade, dass meine Herren Minions nicht auf ihn gegangen sind. Aber es ist noch nicht lost. Jetzt wird's schwer. Das ist gut. Ausgleich müssen wir abwarten. Zack. Okay, und jetzt komm schon. Bringt nichts um. Oh mein Gott, was ist das für ein Krampf? Also ich habe ziemlich schlecht gespielt und die Anzahl an Farben war wahrscheinlich auch ein massiver Fehler. Aber irgendwie hat es geklappt. Irgendwie hat es geklappt. Jo. Hat mich jetzt einer hier weggemacht da unten? Nee, immer noch nie.
Dann. Nö, okay, ein Angriff mehr. 255 ist okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch auch maximale Erfolge. Heute Abend kommt das Beschwörungsvideo zu den Gargoyles und ich sage euch, es ist ein absoluter Banger. Schaltet einfach ein, ihr werdet sehen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.